Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Cyber Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. Und wir nehmen ja mal direkt den Anfang. Natalia! Ich brauche vielleicht, ich betone, vielleicht deine Hilfe. Ich konnte meinen Dad in keinem anderen Büro von Chan finden. Und? Ich habe auf seinem Schrottplatz nachgesehen und jetzt stecke ich hier fest. Wie bitte? Ich war verzweifelt. Es ist doch mein Dad, Chase. Und was, wenn ich Chan erwischt? Niemals. Ich bin sehr gut versteckt. Hey, wessen Füße sehe ich da hinter meinen Vorhängen? Hilfe! Natalia? Natalia! Ellie, du musst mir helfen und der Chief darf davon nichts erfahren. Schieß los. Natalia steckt auf dem Schrottplatz fest und ich brauche Verstärkung, um sie da rauszuholen. Natalia Kowalski? Was geht da vor sich? Lange Geschichte. Kannst du mir helfen? Klar, ich kenne ein paar Officers, die gerne hinter dem Rücken des Chiefs operieren. Sie werden sich mit dir beim Schrottplatz treffen. Die bringen dir eine Verkleidung mit. Chan soll dich ja schließlich nicht erkennen. Danke, Ellie. Damit hast du einen Stein bei mir am Brett. Was? Bei ihm im Bett? Was habe ich da gerade gehört? Okay, wir sollen sie retten. Let's go. Brauch ein Auto. Bleib stehen. Ah. Bleib stehen, ich brauche dein Auto. Das ist ein Notfall. Dein langsames Auto. Weil so langsam ist er gar nicht. Let's go. Oh, hier stehen zwei gute Autos. Ups. Oh, ich habe einen Downgrade gemacht. Der ist ja noch langsamer. Egal, wir fahren damit jetzt. Es kann 50 Jahre jetzt dauern. Leute, ich habe mir auch überlegt, bald längere Videos zu machen. Also bei Let's Plays. Das heißt, ich tue dann so eine halbe Stunde beispielsweise jetzt hier Lego City Undercover spielen. Und hochladen. Weil sonst werde ich mit diesem Spiel nie fertig. Aber das dauert noch. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich das überhaupt mache. Also ich überlege da noch. Ich brauche dein Auto, ich brauche dein Auto, ich brauche dein Auto. Ich brauche das Auto. Polizeiangelegenheit. Bam, Alter. Let's go. Jetzt bin ich auf jeden Fall schneller. Ich muss hier eine Frau retten, macht Plot. Ach Platz, ich muss eine Frau retten. Okay, reicht. Ich bin da. Bin nicht da. Doch, ich bin da. Hä? Ach, da ist das Ding. Ups. Hallo. Let's go. Ich bin angekommen am Ziel. Wo bleibt denn die Verstärkung? Da kommt sie. Die sollten doch schon längst da sein. Tiger. Chase? Okay. Statsky und Klatsch zur Stelle. Wo ist die Lady in Not? Junge. Die haben alles zerschrottet. Klatsch, Statsky. Danke, Jungs. Natalia ist auf Chans Schrottplatz. Der Chief hat heute ein paar seiner Jungs eingebuchtet, aber da sind immer noch mehr als genug. Habt ihr eine Verkleidung für mich? Aber hallo. Das ist perfekt, Statsky. Tiger. Meint ihr? Die gehört unserem Kumpel Hagi. Körperliche Distanz ist nicht so sein Ding. Okay, lasst uns das Mädchen retten. Los geht's! Ich muss diese Dinge ausziehen. Mhm. Junge, was passiert hier? Ladevorgang. Es lädt ziemlich lange mal wieder. Ah, jetzt.
Hey, die zwei kenne ich. Das sind Cops. Du, geh und warn den Boss. Das vorsichtige Vorgehen hat sich somit wohl erledigt. Bereit, Statsky? Ich wurde bereit geboren. Bereit für was? Wir müssen Natalia so schnell wie möglich da rausholen. Chen hat sicher Methoden, um sie zum Reden zu bringen. Du meinst, sie kriegt ein Eis? Ne? Bestechen würde sie sicher nicht, Statsky. Nein, ich denke mehr an die Kopfschmerzen, die ich von Eiscreme kriege. Ich würde alles klappern, wenn mir jemand mit Schokominze-Eis kommt. Ja, oder sie geben ihr Unmengen von Limo mit Kohlensäure. Und wir wissen ja, dass Ladies niemals in der Öffentlichkeit rülpsen. Meine Mutti macht das andauernd. Digga. Deine Mutti ist ja auch keine Lady. Stimmt. Oh, können wir aufhören zu labern? Genug jetzt! Das hilft uns nicht weiter! Gut, wir müssen hier irgendwas finden. Hallo? Ah, hier geht's weiter. Waschmaschine? Ein Kanister mit Sprit in einer Waschmaschine? Kein Wunder, dass die auf dem Schrottplatz liegt. Okay, so. Noch ein paar Kanister mit Sprit und ich kann den Generator starten. Wir sammeln jetzt hier erstmal alles ein. Das war's mit dem Auto. So, hier ist auch noch ein Kanister. Den packen wir auch da rein. So, einer fehlt noch. Digga, ich mache aber die Autos kaputt. Von denen. Läuft. Ich muss das Tor aufbekommen. Ah, hier ist das nächste. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier aber erstmal alles kaputt. So. Perfekt. Da hoch komme ich nicht. So, den Kanister brauchen wir noch und dann können wir nämlich irgendwas machen. Absolut keine Ahnung, was wir machen, aber irgendwas. Wie schön, dass ich auch alles alleine mache. Oh geil, ein Riesenstein. Geht doch, ich hab einen Lauf. Ah, ich weiß, wo das hin muss. Das muss hier hin. Jo, ist das riesig. Junge, warum ist das Ding so riesig hier? Let's go! Hatz. Hatz. Auch erstmal alles kaputt. Okay, so. Digga, diese Leute, Alter. So, so, so.
Zerg. Ah, jetzt weiß ich, warum wir die Farbe brauchen. So. Bam. Geil. Jetzt ist das da weg. Oh ne, jetzt müssen wir hier wieder das aufmachen. Okay, so, was müssen wir jetzt noch? Das ist die Frage. Ja, Baum. War sogar richtig, wir müssen die wirklich bauen. Mann, dieses Modell war ein Klassiker. Das war. Das nenne ich mal einen kompakten Wagen. Oh, damit komme ich vielleicht auf diesen Schrotthaufen. Okay, warte mal. Bin mir nicht sicher, ob das der verschmuste Typ Hund ist. Okay, der Hund mag uns nicht. Wir können hier noch was einsammeln. Machen wir natürlich auch einmal hier auf. Aber das für ein, was das denn für ein Ding? Egal. Wow, das war knapp. Immer dran denken, Schrottplätze sind gefährlich. Da wird nicht gespielt. Alles klar? Viel Spaß, darüber zu kommen. Au. Jetzt kommt hier wieder irgendwas drunter geflogen. Na gut. Ach, eine Wand, damit wir da rüber kommen. Ah, ich verstehe. Noch auffälliger geht's wohl nicht. Sag mal, ist Natalia kitzlig? Bitte? Ist sie kitzlig? Ein Dieb hat mich mal so sehr gekitzelt, dass ich ihm meine Bankkarte verraten habe. Du hast gesagt, er hätte dir gedroht. Ja, mit noch mehr Kitzeln. Du bist also total kitzlig, weh? Vergiss es, Klatsch. Außerdem kennst du den Code für meine Bankkarte eh schon. Du benutzt immer noch dein Geburtsdatum? Nein, Mann. Das von meiner Zwillingsschwester. Tja. So. Bam, bam, bam. So, fertig. Thank you.
Digga, dass man hier irgend so ein Kram baut, was man gar nicht braucht. Das ist so dumm. Dieses Auto brauchen wir für irgendwas. So. Okay. Ziehen wir hier mal dran. Vielleicht kann ich die Wagen als Plattform benutzen. So, zack. Zack. Jo, ich hab das ganze Ding zerstört, Alter. Okay, so. Gehen wir mit der Kiste nach da hinten. Nicht schlecht. Normalerweise kriege ich nicht mal einen Ölwechsel gebacken. So. So. Wohin? Ach, nach da oben, okay. Zack, 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 zack. Sprengung! Teleporter aus Schrott? Wenn ich auf der anderen Seite als Flieger rauskomme, werde ich böse. Na toll, noch mehr Fieslinge. Immerhin sitzt mein Kopf nicht falsch rum. Digga, voll gegen die geklatscht, Alter. Chase, hol mich hier runter! Warte, ich lass dich nicht hängen. Ups, Entschuldigung, war nicht ironisch gemeint. Junge, ist das schlecht. Warum hängt die da oben, Alter? Wie soll ich denn hier noch aushalten? Digga, einfach mal leise sein. Ich muss hier erstmal alles kaputt machen, tatsächlich. Rettest du mich jetzt oder nicht? So. Jetzt kann ich sie retten. Ah, warte, da ist noch was Blaues. Wie lange soll ich denn hier noch aushalten? So, jetzt. Ich komme, Natalia. Beeil dich! Meine Beine tun schon weh. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Höchste Zeit. Entschuldige, ich meine, danke. Ich suche noch den Knopf, um dich behutsam runterzulassen.
Das war er nicht. Er hat mich mit Eiscreme gefüttert. Ich wusste es. Statski, lass man hier verschwinden, bevor der Chief auftaucht. Mach's gut, Jax. Wir sehen uns. Danke, Jungs. Digga. Ich übernehme ab hier, Natalia. Und ich finde deinen Dad. Versprochen. Ich lasse nicht zu, dass sie dir wehtun. Okay. Okay. Mach keine Dummheiten. Ja, doch. Hey! Okay, ab jetzt aber. Junge, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Im Video, damit ihr kein Video mehr verpasst. Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Wenn uns grad 7 Stunden trennen, ich würd 1000 Kilometer auf mich nehmen. Durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Würd Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Armen zu pennen. Oh, oh, in deinen Armen zu pennen. Oh, oh, durch die Tiefsee würd ich tauchen und den höchsten Berg erklimmen. Für'n Marathon laufen, nur um heute Nacht in deinen Arm zu können.